Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir uns mit den Einrichten von Nicht-Standard-Etiketten im Z-Designer, sprich im Zebra-Drucker, beschäftigen. So, standardmäßig ist es ja so, egal ob Sie jetzt Microsoft Word oder irgendeine andere Label-Software aufrufen, haben Sie meistens das Format, dass Ihr Etikett breiter ist, als es höher ist. Wenn es nun umgekehrt ist, dass Ihr Etikett wider Erwartens höher als breiter ist, müssen Sie einen kleinen Trick anwenden, um das Etikett auszudrucken. Ja, hierzu gehen Sie in der Systemsteuerung Ihres Windows auf Geräte und Drucker. Nun klicken Sie den Z-Designer mit der rechten Maustaste an und sagen Drucker-Eigenschaften. Was Sie nun zuerst bitte tun müssen, der Konvention gerecht zu werden, indem keine Sonder- und Leerzeichen im Namen sind. Das bedeutet, dieses ELP lösche ich raus. Ich stelle mich nun zwischen Z-Designer und dem Drucker-Typnamen und entferne das Leerzeichen, indem ich Entfernen drücke. Wichtig ist, dass hier Z-Designer der Drucker noch so heißt, denn nur so kann Wabi erkennen, dass es sich hier um einen Etikettendrucker handelt. So. Nun klicken wir auf OK und wir sehen dann, dass der Name übernommen wurde. Hier, sehen Sie es? Jetzt ist der Name des Druckers anders. Punkt 1. Wir klicken erneut auf Druckereigenschaften, gehen auf Einstellungen und gehen nun hier auf Vorlagen. Das, was Sie hier vor sich sehen, ist druckerintern und hat nichts 0,0 mit Wabi zu tun. Also, hier müssen Sie Ihren Drucker definieren. Wenn Ihnen natürlich die ganzen Einstellungen, die Karteikarten, alles nichts sagen, dann können Sie natürlich gerne für die Einrichtung des Etiketts uns beauftragen oder Sie folgen einfach diesem Video, in dem Sie es ja Schritt für Schritt erklärt bekommen. Denn das individuelle Einrichten von Etiketten ist nicht ein Standard oder eine Standardoption, die wir generell kostenlos anbieten. Da es ja tausende von verschiedenen Etiketten auf der Welt gibt, ist es ein Unding, dass wir jedes Etikett einrichten würden. Deswegen stellen wir Ihnen ja hier diese Software oder diese Möglichkeit zur Verfügung und Sie brauchen nur Schritt für Schritt befolgen. Wenn Ihr Etikett in den Vorlagen noch nicht aufgelistet ist, müssen Sie es natürlich neu anlegen. In dem Fall tun wir das. Ich sage, ich habe ein Etikett, das ist 19 x 51 mm. Nun sage ich, ich habe eine Breite von 1,9 mal eine Etikettenhöhe von 5,1. Okay, nun klicke ich auf OK. Das Etikett wurde nun oder das neue Format, die neue Vorlage wurde nun im Drucker oder in den Druckereinstellungen im Windows gespeichert. Ich klicke auf Übernehmen und sage OK. Ich sage erneut auf OK. Nun können wir Wabi Profi 3 starten. Wir müssen Wabi nun mitteilen, dass sie einen Etikettendrucker hat. Dazu gehen wir auf Systemeinstellungen zweimal, wählen die Karteikarte Hardware und Drucker. Hier sollten wir nun bei Artikeletiketten unseren neuen bzw. umbenannten Z-Designer eintragen. Z-Designer. Okay, nun klicken wir auf den Ausgangsbutton. Etiketten drucken, insofern wir Etiketten natürlich angelegt haben. Das heißt, mache ich jetzt einfach mal Artikelstamm hier auf einen beliebigen Artikel und sage, ja, für den brauche ich jetzt ein Etikett. Etikett für diesen Artikel anlegen. Das heißt, wenn wir zu drucken Etiketten da haben, können wir nun auf den Button Etiketten drucken klicken. Ansonsten erhalten wir eine Meldung, dass keine zu druckenden Etiketten vorhanden sind. Wir haben hier die Möglichkeit, Etiketten auszuwählen. So, PV, hier dieses Zebra-Artikel PV, bedeutet, dass es eine Preisverordnungsangabe ist, wenn Sie offene Lebensmittel verkaufen. Das ist das Standard-Etikett, das für das Drucken von Etiketten zuständig ist. Ich empfehle Ihnen immer, eine Kopie zu erstellen. Dazu klicken Sie auf Konfiguration und sagen hier Etiketten Standard-Kopie anlegen. Jetzt hat Wabi Profi 3 eine Standardkopie angelegt und Sie sehen es auch mit diesem langen Namen hier. Das ist nichts anderes als ein Timestamp, also ein Zeitstempel. Wir haben nun den Designer vor uns, der uns einen Standard einfach schon mal vorgibt. An dieser Stelle, und zwar, wir haben ja gesagt, wir haben jetzt ein etwas anderes Etikett, bei dem wir nur unter Umständen die Bezeichnung, die Artikelnummer und den Preis wollen. Alle Elemente, die wir nun nicht benötigen, entfernen wir, indem wir das Element anklicken, das wir nicht benötigen, und drücken dann Entfernen-Taste.
Demzufolge brauchen wir auch den IRN-Code nicht. Den klicke ich an und drücke die Entfernen-Taste. So weit, so gut. Nun postiere ich die Elemente etwas näher beieinander und klicke mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften bzw. Properties. Nun klicke ich auf den Button Page Setups auf der Karteikarte Page Layout. Der Drucker ist schon ausgewählt. Hier der Zebra-Drucker sollte der noch nicht ausgewählt sein. Klicken Sie hier auf diesen Button rechts Page und dort können Sie den Drucker auswählen, Ihren Z-Designer. Nun Page Setup und hier haben wir die Größen. Die Größen werden nun vom Drucker abgeholt. Wenn Sie nichts im Drucker eingetragen haben, kann er auch nichts abholen. Das heißt, sollte diese Liste leer sein, haben Sie, wie zu Anfang erklärt, nichts eingetragen. Wir klicken auf das Etikettenformat, das wir haben wollen und sagen ihm, wie wir es an dieser Stelle verwenden wollen. Wir sagen im Querformat. So, und jetzt haben wir das Etikett vor uns. Soweit schon mal ganz cool. Sollte die Höhe noch nicht angepasst sein, das heißt, wir haben hier eine Höhe von 1,9 cm, machen Sie einen Doppelklick auf diesen Detail-Balken und gehen nun auf die Karteikarte General. Mit der Karteikarte General geben Sie nun die Höhe an 1,9 cm. Haben wir in unserem Beispiel. So, jetzt ist das Ganze in der Höhe eben angepasst und nun können Sie die Objekte postieren, wie Sie es eben gerne hätten. Ja, ich kann natürlich auch einen Doppelklick machen. Für das Stylen von Etiketten empfehle ich Ihnen, folgendes Video anzusehen, indem Sie unseren Online-Video-Searcher aufrufen und in der Suche Etiketten eingeben. Hier haben Sie Etiketten und da haben Sie sehr, sehr viele Möglichkeiten, etwas zu layouten. Wird Ihnen hier alles angezeigt, also das heißt, wie machen Sie was. Und da erhalten Sie auch, wie gesagt, eine sehr, sehr umfangreiche Hilfe. Okay. Also, über Style gehe ich jetzt nicht großartig ein. Ich mache jetzt einfach mal hier, ich sage, ich brauche eine größere Schriftart, mache ich einfach, okay. Das postiere ich jetzt anders. Okay, so, egal. Wenn Sie Ihr Etikett dementsprechend ausgerichtet bzw. eingerichtet haben, klicken Sie auf diesen kleinen X, auf dieses kleine X und bestätigen die Abfrage, ob dieses Etikett gespeichert werden soll, mit Ja. Nun können wir das Etikett anklicken und können sagen, markiertes Etikett drucken. Okay, wir nehmen jetzt mal die Festplatte superschnell. Hier wählen wir nochmal unseren Drucker aus und bestätigen mit OK. Sie haben es vielleicht gehört, das Etikett wird gedruckt. Und was ist jetzt passiert? Mein Etikett wird jetzt im Hochformat ausgedruckt. Alles gut, genauso wie es sein soll. Ja, ich hoffe, mit diesem Video habe ich Ihnen bei der Einrichtung von Hochformat-Etiketten helfen können. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sollten Sie unerwarteterweise nicht zurechtkommen, können Sie gern unseren Service, der allerdings an dieser Stelle nicht kostenlos ist, weil wir haben Ihnen schon eine kostenlose Anleitung zur Verfügung gestellt, in Anspruch nehmen, indem Sie einfach eine Fernwartungssitzung buchen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss!